Herzlich willkommen zurück bei Elex. Herzlich willkommen zurück bei Elex. Es regnet immer noch und es regnet und regnet und regnet. Naja, was soll's. Du hast hier keinen zu kluge Erscheinung. Okay, da drin haben wir also nichts zu suchen. Aber hier dahinter können wir uns auch mal umgucken. So. Wo geht's denn hier hin? Okay. So, da würde ich sagen, guck mal erstmal da unten hin. Was wir hier denn so drin haben? Hier dahinter können wir uns auch mal umgucken, ob da irgendwas ist. Ja, hier haben sie im Prinzip verschiedene Eingänge. Gerade das Stück hier hinten scheint mir dann am Ende nicht so krass gut geschützt zu sein. Ah, hier können wir die Festung nochmal von der Seite aus sehen. Da drüben sind wir ganz am Anfang reingekommen. Das ist im Prinzip das Haupttor. Und hier befinden wir uns jetzt gerade eher an den Nebentoren. Dafür sind hier aber wiederum, ich glaube, mehrere Befestigungen hintereinander. Da dürfte da vorne auch... Ja, mit dem Mob sollten wir uns noch nicht anlegen. Deswegen machen wir mal ein paar Schritte zurück. Hier gibt es auch keine Wache, die da irgendwie guckt. Das ist halt auch ein bisschen komisch. Ich kann euch sagen, dass irgendwo da weiter vorne, irgendwo hier, da ist nochmal so ein Außenposten, der im Prinzip das alles ein bisschen absichert.
Und auch irgendwo da, genau hier gibt es auch nochmal einen Außenposten. Also die haben außerhalb auch noch ein paar Verteidigungsstellen, die Berserker. Wenn da jetzt irgendjemand angreift oder so, dann sind die nicht gleich komplett aufgeschmissen. Beziehungsweise die würden sowas frühzeitig mitkriegen. So. Ja, so heilkräutertechnisch haben wir auch langsam genug. Da können wir schon fast bei den Handwerkern anfangen. So, gebratenes Fleisch brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt verschwenden dafür. Da würde ich eher sagen, dass wir da das Setzerbrot nehmen. Es dürfte eigentlich weniger geben als das gebratene Fleisch, korrekt. Ach komm, also die 3 Meter. Ja, vor allem hat man mit dem Jetpack auch erstmalig die Möglichkeit, einfach mal solche Mobs ein bisschen zu umgehen. Genau, hier wäre dann, wie gesagt, dieser Außenposten, den die nochmal haben. Also hier im Prinzip nochmal so eine kleinere Befestigung. Wo zumindest auch immer ein paar Berserker da sind, also die patrouillieren hier, das ist ein Händler und 2 solche Berserker, die sind jetzt gerade wahrscheinlich außerhalb von dem Lager. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Hä, ich check's nicht. Geht doch nur so. Das war mein letzter. Hä? Man muss doch von hinten wieder nach vorne kommen. Ich check die Truhe nicht.
braucht doch eine logische Verbundenheit zueinander. So, jetzt hab ich die drei. So geht aber auch nicht. Ich check diese Truhe nicht. Hä? Gut, auf die Schnelle steht da auch nichts im Internet. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, aber hä? Man muss ja immer eine Verbundenheit haben und wenn die letzten drei da miteinander verbunden sind, dann muss ich ja wieder nach links vorne. Ich habe ja keine Möglichkeit, rechts außen dran vorbeizuspringen. Ah, da unten kommen sie gerade. Das erklärt jetzt, weil trotz allem Zeugs erklärt das mir diese Truhe nicht, ne? Das war wohl nichts. So, und jetzt geht's hier hinten nicht weiter, ja? Da muss ich ja wieder nach vorne. Und die drei sind ja scheinbar miteinander verbunden. Also es macht null Sinn. What the fuck? Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Dann zeig mal, was du hast. Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. So, ich denke mal so eine... Erstmal kurz gucken. Dass dann hier die zusätzlichen Kategorien fehlen, ist auch ein bisschen nervig. So, das hier ist von Klerikon, das brauchen wir auch nicht.
So, Handel akzeptieren. Dann haben wir hier diesen einen Elex-Trank. Lässt zwar die Kälte steigen, gibt aber mehr Erfahrung. Kann man denn seine Kälte überhaupt irgendwo sehen? Kälte ist neutral, okay. Jetzt haben wir mittlerweile schon 30 Punkte. Wir brauchen 20 bei dem einen. 20 bei dem einen. Also 23 bei dem einen und 13 bei dem anderen. Naja, wir können erstmal in die richtige Richtung skillen. Also hier brauchen wir 33, ne? Oder 32. Ah, siehst du, beim Schlangenbiss hätten wir jetzt nicht so viel gebraucht, aber beim Beil brauchen wir zumindest 33, wie schon gesagt. Und bei dem anderen brauchen wir 23. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein kleines bisschen abwarten. Ein Level. Wie weit sind wir bei dem Level ungefähr? Ja, Hälfte. Okay, na, müssen wir ein, zwei Aufgaben lösen. Dann dürfte sich das ergeben. Hier draußen jetzt Mobs zu töten, bringt ja nicht so viel XP. Seiden, man hat das gelernt. Na gut, so krass würde ich mich jetzt eh nicht hier außen rumtreiben wollen, deswegen gehen wir erstmal wieder zurück. So, da oben gibt es nämlich auch noch was zu sehen. Einen neuen Teleporter, zack. Bei der Schmiede. Ist irgendein von denen gerade auf die Anleitung guckt? Nö. Ach ja, das ist genau der, ja. Davon verstehe ich nichts. Okay, das kann man im Prinzip da einsetzen.
Technik wird hier nicht gerne gesehen. So, schlafen wir mal bis zum Mittag. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Wenn ich jetzt mal wie ein Berserker denke, bräuchte ich eigentlich auch das ganze, diesen ganzen handwerklichen Krimskrams nicht. Lass mich. Ah, hier oben haben sie dann doch. Ist halt alles ein bisschen nach oben gegliedert. Da geht's auch noch mal eine Etage höher. Mann, wieso regnet das denn eigentlich immer? So, mit dem haben wir auch noch gar nicht geredet, mit dem Harkon. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute! Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unsereins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Pah! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran.
Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Und wenn dem so wäre? Dann hätte ich einige Informationen für dich. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt, sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf 3 Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Bring mir etwas bei. Ja. So, was kann er uns denn beibringen? Resistenzen, Rüstung, Tiertrophäen und guter Esser. Das hier ist eigentlich nicht so teuer, da brauchen wir aber Intelligenz und Geschicklichkeit dafür. Ich behalte dich im Auge. Gut. Na, gucken wir jetzt mal. So, hier können wir nochmal eintauschen. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Ach so, doch nicht. Ich dachte, das wird nur angezeigt, wenn man auch wirklich was hat, was man dem Typ geben kann. Naja, gut. Dann fangen wir mal an, noch in die höchste Etage zu gehen. Das wird natürlich am besten verteidigt. Hier hinten können wir erstmal lang gucken. So, spätestens hier sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben ja noch eine Aufgabe, dass jemand verschwunden ist. Und ich glaube, der ist da tot. Gut, gucken wir uns mal den Zettel an. Merkzettel, okay. So, ich gehe mal davon aus, dass sowas auch eine ziemliche Sicherheitslücke darstellt, wenn man hier hinten einfach so reinspazieren kann. Das hier ist eh ein ziemlich komisches Gebäude. Das hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Gut. Die Folge ist aber auch gleich vorbei. Vielleicht rennen wir nochmal noch ganz kurz dahinter. Ich glaube, da lag nicht mal was.
Das ist, sieht halt irgendwie aus wie so ein kleines Pumpspeicherwerk. Ah, doch, da ist was. Genau, perfekt. Ja, da rein kann man nicht und dann geht's halt noch nach oben. Gut. Den oberen Teil gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, ciao, euer Zardas.